Ihr Lieben, wir leben jetzt gerade in einer spannenden Zeit. Dies ist nichts Geringeres als ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Wenn eine Generation es verpasst, den Glauben der nächsten Generation mitzuteilen, wird es eine Generation sein, die Gott nicht kennt. Wir haben heute eine Zeit größter Verwirrung. Wir erkennen vor allen Dingen, dass etwas nicht stimmt, daran, wenn wir uns vor Augen halten, zu was Gott uns eigentlich beruft. Wer hat die Verantwortung für die geistliche Erziehung der eigenen Kinder? It's amazing, isn't it, how many mistakes we all make as parents, and still God is gracious and our children turn out far better than what we have invested into them. Let your children feel that you love their soul so much that you can't help but teach them every day. Wir werden mit dem, was Gott von uns fordert, womit er uns beauftragt, und mit allem, was er uns anvertraut hat, werden wir vor Gott Rechenschaft ablegen. Based on the covenant and the promises of God, we are to be teaching prophets, interceding priests, and guiding kings. Well, that's very different from the world's perception of parenting today. Wer bist du als Mann? Die Welt kann dir nicht sagen, wer du bist. Nur Gott kann es. Und er zeigt uns den Weg. Liebe Ehefrau, dein Wandel mit Gott, dein respektvoller Umgang mit deinem Ehemann hat eine enorme Anziehungskraft. Der sanfte und stille Geist, das ist das, was wirkliche heilige Attraktivität ausmacht. Und liebe Ehefrau, es gibt so viel Hoffnung für dich. Und ich will dir Mut machen, auch wenn du all dein Versagen siehst, gib nicht auf, sondern verlass dich auf Christus. Der Ungebundene ist frei, ganz und gar für den Herrn zu leben. Ehelosigkeit, sagt Paulus, ist kein Fluch, sondern ein Geschenk Gottes, eine Gabe.